Ich halte da nicht so viel von. Den Zoo mag ich sehr gerne. Allerdings Delfinarium und die Haltung von Delfinen, finde ich, ist deutlich zu kleiner. Ganz gut finde ich jetzt nicht, aber ich meine, für die Kinder, die freuen sich, ne? Ich bin eigentlich dafür. Warum nicht? Die haben es doch da gut. Seltene Tiere zu sehen, ist nicht immer selbstverständlich. Und hier kann man das. Duisburger Zoo ohne Delfinarium könnte ich mir jetzt persönlich nicht vorstellen. Ich finde das nicht gut. Das ist zu klein in dem Zoo Duisburg. Es ist meiner Meinung nach nicht in Ordnung. Ich meine, wir wollen auch nicht in Käfige oder eingezwängt werden. Warum soll man denn das mit Tieren machen? Die haben so einen Bewegungsdrang und die kann man also nicht in so ein begrenztes Becken halten. Da kann man noch so viel investieren und das noch fürs Auge so schön machen. Aber die Tiere leiden unendlich. Die sind das gewohnt, dass die eingesperrt sind, begrenzt sind, sage ich mal. Wenn man die jetzt freilassen würde, wäre das wahrscheinlich gar nichts. Die tun mir einfach leid, wenn sie da etwas machen sollten. Sie sollen einfach frei sein. Wenn die Tiere gut begleitet und gut ernährt werden, ist alles okay. Und ich glaube, dass der Duisburger Zoo das durchaus macht. Also von daher bin dafür. Ich bin dagegen. Ich finde das, Tierquälerei. Die Tiere, die sind irgendwo im Riesenmeer sind die zu Hause. Und dann werden die eingesperrt, wie es genauso wie ein Hubschrauber in ein Wohnzimmer fliegen muss.